So, jetzt bin ich fertig. Ich habe hier ein Video von diesen Uncut-Videos, weil also ich habe mir hier ja aufgeschrieben, dass da so der eine oder der andere, die schreiben dann mir in die Kommentare immer, die hätten ja dieses Video von TipTap mal als Uncut und das Video. Und das war jetzt hier Prank Bros. Der hat geschrieben, er hätte gerne mal 24 Stunden im Keller als Uncut-Video. Das ist, glaube ich, bei TipTap ein 15-Minuten-Video. Und hier habe ich das jetzt rausgekramt aus meinem Archiv. Da ist mein Archiv, da hinten, da die ganzen Festplatten da. Und das waren 50 Minuten Rohmaterial, die zu, glaube ich, 15 Minuten oder 19 oder so Minuten, warte, ich guck mal kurz hier, 19 Minuten 54, also 20 Minuten, 50 Minuten zu 20 Minuten zusammengeschnitten und jetzt kommt halt die 50 Minuten Uncut-Version. Und nochmal ein kleiner Hinweis dazu, mir hat ja auch jemand geschrieben so, wenn man schon Uncut macht, wieso sind denn da Schnitte drin? Es sind keine Schnitte. Wir machen ja natürlich auch die Kamera mal aus und dann irgendwann wieder an. Und im Video ist dann natürlich da sowas wie ein Schnitt. Aber mehr, also wir filmen ja nun ein 24-Stunden-Video, nicht 24 Stunden durch. Der arme Cutter, also ich. So, jetzt viel Spaß hier bei 24 Stunden im Keller, Karneval Edition in Uncut-Version. Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Wir machen heute eine 24-Stunden-Challenge im Keller. Da sagt schon jemand Yes. Und bei dieser 24-Stunden-Challenge sind wir alle vier mit dabei. Ihr habt euch das gewünscht, dass wir im Keller mit der ganzen Familie 24 Stunden verbringen. Und gleich geht's los. Ich will erstmal gucken, wo die Kinder sind, wo meine Frau ist. Alle mal zusammentrommeln. Gehen wir mal gucken. Und Nummer 1 habe ich schon gefunden. Ash ist hier, der macht sich schon eine Einkaufsliste, was wir für unsere Party alles holen wollen. Was gibt's denn? Was willst du holen? Oh, ich lese hier schon. Chips, Pommes und Chicken. Ah, das ist das, was du bei dir auf deinem Kanal schon probiert hast, ne? Für die Mikrowelle. Ja. Hat das so gut geschmeckt? Das war mega lecker. Denn? Er schmeckt wie bei McDonald's. Okay. Das gibt's also dann bei uns auf unserer Party und ich glaube, ihr holt auch noch ein paar andere Sachen, ne? Ja. Also, Ash ist schon mal hier. Gucken wir mal, was Max macht. Und da habe ich Max auch schon gefunden. Er ist in seinem Zimmer. Hi, hier bin ich in meinem Reich. Sieht aus, als wenn du noch ein bisschen müde bist hier. Ich bin noch müde, aber Mama hat mir gesagt, oder du hast mir auch gesagt, ich soll mal kurz einkaufen gehen noch. Ja, wir brauchen ja noch was. Genau, was wollen wir holen? Das werde ich jetzt sehen gleich, wenn ich einkaufen bin. Ash hat es schon verraten. So, wir haben kurz mal auf den Einkaufszettel geguckt. Da waren zwei Sachen drauf. Ganz genau wissen wir das ja noch nicht. Ich würde sagen, die beiden gehen jetzt mal los. Genau. Und wir bringen schon mal ein bisschen was in den Keller. Genau. So, Mama habe ich noch nicht gefunden, aber immerhin die Geschirrmaschine. Aber immerhin die Geschirrspülmaschine läuft, also muss sie hier irgendwo in der Nähe sein. Und da ist sie! Hier ist sie doch. So, die Kinder habe ich schon gefunden. Du hast dich hier schnell reingeschlichen. Was machst du hier? Ja, ich will mal die Kommentare schnell machen. Okay, denn es geht gleich los. Die Kinder gehen schnell mal einkaufen. Ja. Und wo sind sie? Die haben sich ja schon fertig gemacht hier. Da seid ihr abreisebereit. Dann kauft mal ein, was ihr für eure Party braucht. Und dann bis gleich. Bis gleich. Ach, bis. Ah, hallo. Hallo! Komm rein. Hey Cassie! Hallo! Du kommst genau rechtzeitig. Es geht nämlich gleich los mit unserer Es geht nämlich gleich los mit unserer 24-Stunden-Challenge. Bist du dabei? Natürlich! Okay, los geht's! Ab in den Keller! Chris hat gar keine Sachen mitgenommen. Deswegen müssen wir jetzt mal kurz irgendwie so ein bisschen was raussuchen, weil wir auch irgendwie da übernachten müssen da unten. Also suchen wir was aus vom Schrank mal raus. So. Okay, dann wollen wir gleich mal alle reinkommen hier. Warte mal. Die Aufnahme ist an. Soll ich euch Flucki, wo willst du denn hin? Kissen holen. Was von wo? Ja, beeil dich mal, die Kamera läuft jetzt. Das gibt immer mehr Filmzeit und die Wunderstudios wollen nicht so viel Filmzeit. Extra schön laut betont. So, komm her hier. Also, du. Oh Gott, ich kann bloß nicht schlafen. Wohin denn? Wie geht das?
Nee, ja komm, du gehst jetzt. Mal. Hey. So. Ich soll es da hinlegen. Ja, ihr geht jetzt alle rein. Ah, ja. Hier dann kommt du. Ein bisschen rein. Genau. Und ich komme zum Schluss. Ja, ich hab's ja größer nach. Marschieren. Und wo sollen wir es denn hin? Und rein marschieren. So, komm, auf die Kissen rauf. So, und es geht auf. Los. 24 Stunden, mach die Tür zu. Toll, haben wir es auch alles da? Haben wir überhaupt eine Uhr? Ja. Handy haben wir was. Oh. Handy haben wir. Okay, es geht los. Ich glaube, das ist jetzt unter 9, ne? Ja, irgendwie so. Ich habe gesagt, 9 geht's hier los. Ist unser, kann man nicht langsam mal was essen gleich? Hier ist unser lustiger Gesprächskreis. Oh, so. Nimmt ihr uns auch jetzt auf? Ja, wer steht hier in der Ecke. Wer steht auf vor die Kamera? Ich. So, einmal für Wunderstudios. Kurz mal eine kleine Idee hier. Wenn wir hier reinmarschiert kommen, dann könnt ihr ja mal kurz irgendeinen Marsch einblenden, ne? Ram da 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 dam da dam da, irgendwie so. Okay, jetzt kurz mal Schnitt. Und jetzt wollen wir erstmal sehen, was die hier eingekauft haben, ne? Genau, wir waren haben wir doch gar nicht gesehen. Genau, zeig mal her, was habt ihr geholt? Ihr die beiden. Die Tüte haben wir geholt. Die Tüte da und. Ich sehe irgendwie nur Chips. Auspacken! Kann sein, essen wir nur noch Chips den ganzen Tag, also bis morgen. Eigentlich ist das ja erst noch fair für die Party gedacht, ne? Also. Wir müssen ja erstmal hier einen Tag rumbringen. Oh mein Gott, wir können langsam anfangen. Weg. Okay. Also Vorsicht jetzt, nicht, dass euch allen das Wasser im Mund zusammenläuft, denn die haben nur Junkfood geholt, könnte ich wetten. Also, was esse ich denn eigentlich? Wir fangen jetzt hier mit einem leichten Saft an. Ich habe hier einmal Pombeer-Chips geholt. Dann haben wir noch hier ein bisschen Süßes geholt. Wie geht's? Auf, wie geht's da? Also Ash wollte extra weiße Schokolade für dich mitnehmen. Und dann hast du dich daran erinnert, dass das hier gar nicht geht. Nein, ich hab's ihm gesagt. Ja. Tortillas. Oh, salzig. Lecker. Also vielleicht esse ich das dann auch mal. Vielleicht. Dann haben wir noch Pombeeren mit und so Cream. Die hier. Ja. Die. Ja, die will ich auch. Oh, die mochte ich früher auch gerne, ne? Weiter, zeig mal was noch. Und weil wir so viel Ungesundes auch noch haben, dann müssen wir noch was trinken. Habt ihr auch irgendwie einen Apfel oder irgendwie? Ja, was zu trinken geholt. Oh mein Gott, ja. Was ist das denn? Damit ihr das ganze Ungesunde wegspülen könnt. Oh. Und dann haben wir auch noch, oh Gott. Für mich, ich habe für mich noch Activity. Oh, eine Flasche Zelda, das ist gut. Das ist meins. Natürlich müssen wir auch noch irgendwann was Ordentliches essen. Ja, bitte. Dann haben wir dann Chicken Nuggets mit Pommes. Jo, das ist gut. Für die Mikrowelle. Sehr gut. Naja, vier Perfekt. Stück auf einmal. Super. Und was ist Chrissy? Wir haben noch vier. Mama vier. Nimmt die nicht. Nein, ich nehme das nicht. Ich nehme noch. Und wir haben noch Burger. Ich habe noch und ich hab Würstchen für mich, genau. Würstchen eingesammelt. Achso, magst und du Brötchen. Das nicht, ja? Hier. Okay, das ist Mamas Burger. Essen hier. Lecker Burger. Ich habe Brötchen mit Wurst. Ja. Und Salzgurken. Triggles! Ja. Lecker. Dann nochmal. Oh, noch mehr. Cool. Dann haben wir noch Pummels. Hast du nicht eben schon gemacht? Ja. Nee. Mentos. Ah, okay. Mentos. Auch noch. Oh Gott. Wenn man die Kinder alleine einkaufen lässt, ne? Milka Schokolade. Ja. Dann haben wir auch noch Pringles. Das haben wir noch. Ist schon mal auch lecker. Und? Riecht davon einen ab? Ja, klar. Kannst war's alles das? Haben. Nee, noch oh, nicht. Fanta. Fanta. Ja, Fanta. Cool. Hast du dir keine Cola geholt? Noch? Nee, hier Metzumix. Metzumix. Okay. Und dann haben wir noch, noch Süßigkeiten, noch mehr. Sag mal. Ja, cool. Wir haben. Also, der Abend ist gerettet. Das ist jetzt hier der Berg, den es hier zu essen gibt. Ja, cool. Und was essen wir morgen früh? Ja, wenn ist wir fragen darf, hast du morgen zu Frühstück? Früh, das ist jetzt noch nicht. Na gut. Also, Papa macht jetzt hier mal ein bisschen die Greenscreen fertig. Genau, wir haben sie ja. Genau. Wir sind immer noch am Testen, wie das so richtig hinkommt. Weil irgendwie haut das mit dem Licht nicht richtig hin. Aber wir probieren gleich mal was aus. Hey, komm, Mama macht schon Essen hier auf, oder was? Nein, ich will nur eine Gurke. Papa, bist du soweit gleich? Ich bin fertig. Und Ash, was machst du? Ja, auch na gut, hast du aufbekommen, Mama? Was? Aufbekommen? Ja. Super. So, ich muss aber hier irgendwie in eine Position kommen, wie du mich aufnehmen kannst. Mach ich. Dass nur Green im Hintergrund zu sehen ist. Hab ich. Ist da kein Schatten und nichts? Doch, ein bisschen wellig. Meinst du, dass das hinhaut? Oder müssen wir mit Licht weiter raus? Ich muss ausmachen erstmal. Okay, noch stehe ich vor der Greenscreen und jetzt im eiskalten Winter. Oh, oh nein, das schneit. Oh, ich stehe im Sturm. Das war's. Schneesturm zu Ende. Video zu Ende. Mach. Es ist so ein heißer Tag heute und die Sonne scheint so schön. Nicht so kalt wie im Norden bei uns. Und im Keller bei uns. Und im Keller bei uns. Ist das nicht toll? Wo guckst du eigentlich hin?
Zur Sonne. Dass sie schön blenden, ne? Ja, die Sonne. Oh, ich brauche eine Sonnenbrille. Und ich bin hier richtig cool beim Fußball. Gut, die kann auch laut sein. So. Oh, seid ihr groß. Ich muss mal eben hier... Ich kann so mal. Und du musst hier weiter ran, weil man den Schatten auf der Greenscreen hat. Ich... Buh! Die bescheuerte Mutter hat es geschrien. Aber das okay. War so cool. Das müssen wir nochmal machen. Mann, scheiße. Stopp. Was ist denn los? Lachflash. Okay. Also, höre ich jetzt mal. Buh! So, wir nähern uns langsam der Mittagsstunde und jetzt guckt sich langsam mal aber sicher. Wir was haben schon Hunger. Wir müssen uns schon jetzt ablenken mit Elektro, glaub, weil wir eben, Hunger haben. Ja, irgendwie so viel vor eins. Viel vor eins? Mhm. Möchte gerne gucken? Jetzt was essen. Können wir was essen? Also wenn ich mir mal meinen Hunger so überlege, muss es irgendwie 12:01 irgendwie sein. Ja, ist viel vor. Gibt's Mittag? Essen? Ja, wollen wir essen? Ja. Mittagsstunde. Was gibt's jetzt zu essen? Wer hat alles Hunger? Arme, Hände hoch, Mann. Arme hoch. Arme hoch. Jo. Ja. Also, jetzt gibt's erstmal was zu essen. Ja. Was willst du machen? Geht, ne? Die Soßen, die müssen wir ja irgendwie extra. Okay, was habe ich gemacht? Finde ich wie bei McDonald's. Hatten wir ja schon probiert mit Ash. 6 Minuten. 6 Minuten machen wir jetzt. Doch, Text. Ash wartet auf seine Pommes. Und es ist fertig! So, das ist ja nun ein Problem hier mit der Mikrowelle. Ja. 6 Minuten brauchen die Pommes. Und wir haben schon so einen Hunger. Ich meine, wir sind 5 Leute. 12, wir fressen uns gegenseitig 18, gleich schon auf. 24, 30, halbe Stunde muss ich warten. Deswegen essen wir alle was. Wir machen das anders. Ja, wir essen jetzt einfach, alle was davon haben. Genau, wir greifen einfach mal zu. Guten Appetit. So, guten Appetit. Guten Appetit. Guten. Was ein gesundes Essen. Und jetzt haben wir alle was zu essen hier. Und jetzt mal richtig guten Appetit, ne? Mhm. Genau, wir haben es geschafft. Halbe Stunde später. Halbe Stunde später ist alles fertig. So, was zu sagen? Nö, kann man raus. Irgendwelche abschließenden Worte? Mhm. Schmeckt dir dein Burger? Ja. Das ist absolut Gummi. Gummi? Ja. Echt? Also ich habe besser abtrainiert. Aua. Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin wie so eine Kugel. So, Ruhe jetzt. Sagen wir irgendwas? Ich schlafe. Nein. Also hier kommt jetzt nur kurz eine... Oh. Mittagspause nach dem Essen, oder was? Die bescheuerte Idee kam von Adrian von der Studios. Nur das okay, wow. Also nur ein kurzer Clip nach dem Essen. Oh. Hier mal alle so ein bisschen so... Schluss jetzt. Schluss jetzt, das war's. Meine Güte. Oh. Mir geht's nicht gut. Ja. Oh, man fühlt sich gleich 30 Kilo leichter im Bauch haben, ne? Uah, no, Hilfe! Nimm deinen Bauch raus. Nimm dein Kissen. Au! Oh, mein Bauch hat sich im Reißverschluss verfangen. So. Meine schönen Kissen. Oh, die Kamera ist noch an. Ja. Ich hab nichts gehört. Mein Lass das! Mama! So, kommst du da jetzt raus? Handy. So, jetzt ist es mittlerweile schon, eben mal kurz gucken, 3:45. War das 3:45? Und wir sind gerade dabei, hier so ein bisschen umzubauen. Unser ganzes ja, wieso ist das so hier? Wir haben jetzt sogar ein Sofa. Genau, man kann ja auch in unseren Kissen hier ein tolles Sofa bauen. Da leg ich jetzt drauf. Ja. Damit wir ja mal ein bisschen Platz haben für die... Für die... Konfetti-Shooter. Ich komm mal nicht drauf, ne? Damit wir mal ein bisschen Platz haben für die Konfetti-Shooter. So, hier sind sie. Hanf.
Und wir haben ein paar Konfetti-Shooter. Schon wieder. Und wir haben ein paar Konfetti-Shooter gestern schon ausprobiert. Und das guckt euch jetzt mal an. So, kurz mal das andere Video einblenden und dann geht's hier gleich weiter. Und jetzt kommt hier. Nee. Und jetzt geht's los. Die beiden haben hier einmal Konfetti-Shooter. Wie heißt das Zeug noch? Hanf oder so? Weiß gar nicht, was das ist. Und das andere? Disco Fever. Also, gucken wir uns mal an. Feuer frei. Mach mal oben. Oh! Hey! Wie cool ist das denn? Das ist ja cool. Das ist ja cool. So bunt. Echt, das war laut. Es war laut. Oh, die sind ja cool. Guck mal, da hängen welche sogar auf der Greenscreen da. Oh mein Gott. Aber es war cool. Das ist ja genial. Es war lauter als gedacht. Ja. Und jetzt, okay. Oh, komm. Nächste. Ja, dann kommt der zweite. Ja, kommt da raus gleich. Feuer frei. Geht nicht. Erst abmachen. Nee, Max, so. Ja, so. Dreht durch. Hanf will nicht. Warte. Hanf hat keinen Bock. Du musst erstmal genau, das muss doch erstmal ab. Das sieht so lustig aus hier. Guck mal, das ist so cool. So. Auch hier ist sogar was auf der Kamera drauf. Das sieht hier toll aus. War gut, ne? Ja, ich fand das cool. Also, so sieht es jetzt hier aus. Das ist richtig genial. Ich finde auch. Ne? Richtig cool. Party! Ja, da kommt richtig so eine Party-Stimmung hier auf. Ja. Kann ich? So, jetzt wollen wir eben das Teil noch mal eben angucken. Komm mal ein bisschen ins Licht hier. Also, so sieht's aus. Da kommt also irgendwie was Grünes raus. Ein paar Blätter kommen raus. Hanfdampf. Dann können wir die nehmen gleich. Leute, nicht, dass wir hier gleich alle irgendwie komisch drauf sind. Das hat nur Papier. Komm, bis morgen müssen wir hier bleiben. Also. Also, denn ich stelle mal kurz hier die Kamera wieder aufs Stativ. Hallo. Gibt das noch? Nee, jetzt geht's. Wir werden uns. Und jetzt werden wir uns mal den Hanfdampf angucken. Vielleicht heißt das ja auch Hansdampf. Ja, Hansdampf. Also, vielleicht. Jetzt kommt Hansdampf. An der Decke hängen wir hier. Feuer frei. Geht nicht. Ja. Geht immer noch nicht? Was? Dreht durch? Dreht durch. Oh Mann. Schade. Zeig mal her. Warte, vorsichtig hier. Ich mach nichts. Komisch, ne? Vielleicht eine Fehlfunktion oder so. Wie hier sind. Geht durch. Andere Richtung. Geht in alle Richtungen durch, ne? Jo. No, geht nicht. Und jetzt musst du aufmachen und pusten. Hier ist auch nichts hinter. Oben dran, oben auf, drauf ist das. Ja, oben. Platz ist ja auf, ne? Guck mal, oben ist es. Platz ist ja auf, ne? Aufgeplatzt. Schüttel mal dann. Aber unten noch aufgeplatzt? Ja, schon abgemacht. Ach so. Ist auch so ein bisschen angebrannt hier irgendwie, ne? Ist auch. Geht's bei dir auch nicht? Doch, bei dir. Okay, also. Sag mal. Aber das können wir trotzdem aufmachen. Gucken wir, wie das aussieht. Hanfdampf funktioniert nicht. Können wir es mal aufmachen oben? Wir müssen es nochmal ausprobieren, das ist vielleicht irgendwie. Aber ist ja nur, Vorsicht. Warte mal, wir machen kurz mal aus hier. Ja, genau. Also Hanfdampf funktioniert ja nicht, das können wir dann wegschneiden. Und jetzt kommt das nächste. Und Ash, was hast du jetzt hier? Blue Drop. Nee. Colorful Air Snakes. Also bunte Luftschlangen. Ja. Das heißt, jetzt werden wir hier die Partyschlangen mal ein bisschen verteilen. Die Kamera kommt wieder aufs Stativ. Und dann gucken wir mal, was Ash uns so zu bieten hat. Jetzt? Dann flieg mal los mit dem Teil. Mach mal. Bisschen nach oben. Oh, die sind ja cool. Was ist denn da rausgeschossen worden? Die sind cool, guck mal. Für die ganz Kamera viele, noch? Ja. Das, wo ist das gegengeflogen hier? Und was war das? Luftschlangen. Nein, irgendwas Hartes ist hier in den Ring geballert. Die Tür. Echt? Also, oh, die Scheibe ist jetzt kaputt. Scheiße. Oh nein. Ist ehrlich kaputt? War ein Scherz! Also, it's a prank. Luftschlangen haben wir hier drin. So sehen die aus hier. Juhu.
Alles dafür, die Party. Die Party kann beginnen. Pass auf, dass das so in deiner Hand geht. Okay, ja, und dann... Was machen wir jetzt? Ja. Party! Ja, da kommen wir immer noch an. So, hat Max noch mal so ein paar Sachen losfliegen lassen. Oh, haben wir eine Schere? Was machst du da? Die Dinger aus anderen bauen. Der Technik-Trick, wir wissen, wie das funktioniert. Die mit seinem iPhone 6. Warte, sag noch mal. Die mit seinem iPhone 6. Ach so, mit dem Akku. Hat er auch auseinandergebaut, ne? Ja, ist kaputt gegangen. Und dann hat es sich verabschiedet. So ist drin, hier nicht. Und jetzt beginnt unser Fasching hier. Ja. Die Kostüme. Jetzt beginnt unser Fasching hier. Die Kostüme sind verteilt. Das mal sehen, wie wir alle gleich aussehen. Meine Augen sieht. Zeig mal bitte kurz, dreh mal um. So, jetzt kurz mal hier für den Schnitt. Wir brauchen jetzt einmal, weil Max als Footballer kommt, irgendwie einen Football-Hintergrund, irgendwie ein Spiel oder sowas vielleicht. Und er kommt jetzt reingelaufen und sagt eben, yo, 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 go, go for it. Sag go, go, go. Nein, du sagst doch go for it. Go, 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 go for it. Ja, irgendwie so. Go, go, go. Was heißt denn das? Und dann ganz zum Schluss, du bist hier ein Bär, du bist hier ein Rugby-Bär. Vielleicht solltest du das selber anziehen. Also, es geht los. Ach, scheiße, ja. Warte, ja? Go, 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 go for it! Go! So? Ja. Ich dachte eher so. Warte. Ich muss dir das Kostüm an. Was? Aber so das Kostüm anziehen. Ich komme mir Leute dezent dumm vor. Kommst hier rein? Ja, die sind ja auch dumm, die Leute. Yo, 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 go for it! Und so weiter. So sollst du das machen. Snooki! Oh, mein Netz. Möchte, dass du hinterher heiser bist. Ich bin schon heiser. Los geht's. Jetzt? Jo. Loch. Warte. Oh, warte mal, wieso sind da solche Wellen drin? Ja, nicht, aber. Wegen dir. Ja. So. Vorsichtig über die Greenscreen rennen. Mach ich. Jetzt? Und los. Ich weiß! Stop. Wir hätten ihm hier was drunter malen müssen. Ja, schwarz. Hätten wir, haben wir aber nicht. Machen wir das? Nein. Da müssen wir den wieder wegwäschen. Willst du schwarze Streifen im Gesicht haben? Das ist besser, weil die sind alle angemalt. Nur zwei schwarze Streifen. Also los, dann ich mach kurz auf. Rotkäppchen, machst jetzt erstmal hier die Schminke klar für unseren Footballstar. Ja, ich hab hier auch noch was. Okay. Alles nur von Halloween hier, ne? Aber die Schminke. Doch normal. Jetzt? Mach die Schminke klar für den Footballstar. Okay, dann zeig mal. Dachte, die haben alle so Streifen im Gesicht oder nicht? So Streifenhörnchen. Ja, das ist schön böse anmalen, ne? Also so dachte ich mir, ein Streifen. Aber fett schwarz, tief schwarz und breit. Das sieht mal aus. Jo, das sieht cool aus. Adidas Streifen. Echt so Streifen. Go, go, go. Genau, ist echt so. Warte. Okay. Go, 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 go for it, go! So? Wo ist das? Das war das am Ende. Nein, nochmal. Sei der Prolet. Ich bin das. Lass alles raus. Jetzt Prolet sein. Das geht doch so, wenn ich am Ende. Ja, okay. Du musst böse gucken, nicht lachen. Warte. Go, 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 go for it, go! Go, 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 go for it, go! Das war's am Ende. Scheiße. Dritter Versuch. Go, go, go! Scheiße. Mann. Mach doch nochmal. Obwohl ich auch drin. Go, go, go! Go for it! Go! Hey! Das war gut. Such schon, lass es bitte. Nee. Psst. Go, go, go! Go for it! Go! Hey! Go, go, go! Go for it! Go! Hey! Ach, das ist wieder so hoch, ne? Mach tiefer. Ach, nochmal. Scheiße. Go, go, go! Go for it! Go! Hey! Go, go, go! Das ist gut.
Als nächstes kommt jetzt Ash als Ritter. Dafür wäre das cool, wenn wir einen Ritterhintergrund und irgendwelches Kampfgeschmettere, also von Schwertern, die sich irgendwie treffen, so ein Kampfgeklirre kriegen könnten. So, Ash, dann komm mal. Kämpf gegen die Horde von anderen Rittern. Hauptritter. Und los. Geht noch weiter. Und mach mal diese Witze nicht mit den Schwertern. Du bist nicht der Ninja. Der Ritter legt sein Schwert nicht so aus der Hand. Der macht diese Späße nicht. Nochmal. Los. Go, go, go. Nee, das war das. Warum sagst du auf dem Rückweg nichts? Also, für den Schnitt einmal. Wir haben jetzt hier Rotkäppchen. Hier ist sie. Und Rotkäppchen hat einen grünen Gürtel, der wahrscheinlich ja vor der Greenscreen mit verschwindet und zum Wald wird. Wir hatten uns deswegen überlegt, dass sie einfach so beim Blumenpflücken merkt, dass ihr Bauch weg ist. Und sie dann so schreit und sagt... Ist denn der Bauch wirklich weg? Ja, das machen wir zwei Varianten. Einmal so, dass der Bauch nicht weg ist, aber okay. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der wird weg sein, oder? Max, was ist so? Ja, der wird weg sein. Ist grün. Ja. Warum? Weil es hier ein bisschen grün ist? Lalalala. Ah, mein Bauch ist weg! Was ist jetzt? Jetzt war's gut. Ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Lalalala. Ah, mein Bauch ist weg! So? Nochmal. Oh, ich habe schon auf Aufnahme gedrückt. Kannst du nochmal, bitte? Ich quäl dich gleich. Und los geht's. Lalalala. Für die nächste Szene brauchen wir mal irgendwie eine Rokoko-Szene. Irgendwie in so einem Schloss oder so mit so einer Rokoko-Musik. Und da ist irgendwie ein Fest in Gange und Chrissy geht halt mit, also die geht so durch dieses Fest durch und dann passiert da etwas Schreckliches. Da kommt der Football und haut sie um. Was ist jetzt? Kannst der Reißverschluss ist oben ein bisschen auf, also ein bisschen okay, auf. Gleich geht's los. Ja, bleibt hängen. Also wenn ich jetzt rausziehe, dann ja, sieht das dann nicht mehr so aus. Weißt du? Ja. Okay, klappt also. Ja. Ruhe hier hinten. Psst. Und los. Für die nächste Szene brauchen wir hier einen Hintergrund von einem Schiff oder irgendwie so ein Piratenboot oder so oder das Meer oder irgendwie was. Und ja, Marie kommt dann hier rein. Rutscht irgendwas bei mir irgendwie, Lerna? Irgendwas rutscht. Arme Kinder, weißt du, ich musste gerade nachdenken. Arme Kinder im Kindergarten, die diese bescheuerte Klappe aufsetzen müssen. Kann man nicht durchkommen. Das ist so schrecklich. Nein, das stört hier. Boah. Diese verdammte Schaukelei! 95 Jahre bin ich auf diesem Boot! So? Mehr kotzen! Ich kann nicht mehr kotzen. Okay. Ich schau mal nach. Los! So. Max bereitet sich gerade auf seinen nächsten Auftritt vor. Ich nehme keine vier Stück, das ist mir zu viel. Das schaffst du nicht, aber beim vierten fällt es auf jeden Fall runter. Ich schaff drei nicht mehr. Ich nehme Plastikeier. Was machen wir? Plastikeier. Ich kann das nicht mehr. Perfekt. Als nächstes kommt Max jetzt als Clown. Dafür bräuchten wir ein Zirkuszelt irgendwie als Hintergrund und so typische Zirkusmusik. Sehr verehrtes Publikum! Herzlich willkommen! Wie war der Rest? Machen wir nochmal. Sehr verehrtes Publikum.
Sehr verehrtes Publikum, herzlich willkommen im Zirkus Max. Wollt ihr Spaß? Ja! Wollt ihr Spaß? Ja! Dann bekommt ihr Spaß! Ja? Wenn man eine Beziehung mit einem Clown beendet, ist dann eigentlich Schluss mit lustig? So, und jetzt mal für den Cutter, wenn der Witz beendet ist, bitte ein lautes Gelächter einblenden. Mach ich so. Genau. Und los. Wenn man eine Beziehung mit einem Clown beendet, ist dann eigentlich Schluss mit lustig? Also, jetzt kommt Chrissy als Burgfrau. Dafür bräuchten wir dann mal eine Burg im Hintergrund. Dann komm mal erstmal. Warte, hier. Muss ich was, also, hab ich schon was gesagt gerade? Ja, Burgfrau. Nee, ich hab nicht. Ich leiste heute am besten noch so einen Burghintergrund und einmal ein Drachengeräusch. Genau. Und dann seid ihr beide kurz leise, hörst kurz auf, dann macht der Drache so ein Geräusch und du läufst weg. Nach da. Aber vorher sagt er, ich beschütze dich oder so, ja, vor genau, diesem bösen Drachen, ne? Ja, gut, los. Du sagst, du. Ja, jetzt. Ich beschütze dich vor dem bösen Drachen, sozusagen. Ich beschütze dich. Nochmal rein. Müssen wir dann nicht irgendwas machen? Also. Er muss am besten vor dir gehen. Müssen wir uns auch erschrecken oder so? Das doch so. Kann man auch, du guckst vielleicht ein bisschen ängstlich. Er als erstes noch so voll mutig so. Genau. Ich beschütze dich, dann schreit er dann er so. Also so richtig ängstlich, genau, dann läufst du weg. Genau, dann weg. Genau, läufst du weg. Läufst weg dann so. Genau. So. Ah! Bereit? Ja. Dann los. Ich beschütze dich vor dem bösen Drachen. Ja. Jetzt? Ja. Ich beschütze dich vor dem bösen Drachen. Ah! Ah! Jetzt kommen wir mal als Zigeunerin. Genau. Dazu am besten einen passenden Hintergrund. Vielleicht, keine Ahnung, was. Was nimmt man denn? Die sitzen ja meistens irgendwo in der Stadt. Ja, was halt, ich weiß es auch nicht. Was am besten halt passt dann dazu? Mhm. Ja. Hast du ein Euro für mich? Reicht, ne? Ich weiß das nicht. Ja, weil. Also, wir haben jetzt mal ein paar Kostüme vorgestellt, die wir hier haben. Aber jetzt ist unser Problem, dass. Okay, ich habe noch ein bisschen was im Gesicht, aber das ist jetzt egal. Auf jeden Fall ist Papa oben. Der muss das Ganze abbrechen. Wir müssen. Also, wir. Der hat leider seinen Migräneschub bekommen. Ja, genau. Also. Also müssen wir jetzt ohne ihn leider machen. Mama, Ash, Chrissy. Und ich sind jetzt hier noch gefangen, aber es ist gar nicht mehr so lange bis Abend. Nein. Also wir können eigentlich gleich schon langsam Abend essen. Wir können jetzt einmal unsere Party hier starten. Genau. Aber Papa ist halt oben, der macht jetzt leider nicht mehr mit, nee, wegen Migräne. Deswegen musste er aussetzen, ausscheiden. Ja. Er ist halt oben und der muss sich da ein bisschen entspannen, beruhigen. Ja genau, er hat verloren, voll der Verlierer. Nein, aber er ist jetzt oben. Und was kommt jetzt? Wir machen jetzt hier unsere Karnevalparty. Ja. Und los geht's! Mit Chips und Süßigkeiten und ja. Da freut sich doch jemand, oder? Ja. Auf den Knopf da, läuft genau. Läuft schon. Ja, jetzt haben wir's. So, jetzt kommen hier so ein paar Chips einmal auf den Tisch. Wir haben leider, habe ich nicht dran gedacht, keine Schalen hier unten. Das heißt, die Tüten, ja, bleiben jetzt, die Tüten bleiben jetzt offen und wir werden uns dann hier aus den Tüten bedienen. So, komm, Ash, hilf mir. Einmal mitmachen. So, die Pringles. Juhu, super. Ja, da hat dann der Fußboden was von. Ups. Ja gut, dann sammeln wir die einmal ein. Okay. Ach, das ist immer noch im Gesicht. Macht nichts. Okay. Ja, genau, ins Kostüm rein. Lass mal. Hab ich doch gar nicht. Ist egal. Also, jetzt werden wir hier die Reise nach Jerusalem spielen. Hier, genau, so hieß das. So lange ist es schon her. Wir zur Seite. Wir haben jetzt hier drei Stühle. Wir sind zu viert. Papa ist leider jetzt halt oben. Wir werden euch hier Musik abspielen und dazu lasse ich einen Timer laufen und dann, ja, wie halt das Spiel geht, kennt ihr schon alle. Einer hat am Ende keinen Platz. Genau. Wenn die Musik aufhört, muss man sich hinsetzen. Ja. Und wer raus ist, ist raus. Und ja. Mal gucken, wer am Ende gewinnen wird. Ich würde sagen, stoppen wir mal den Timer. Wir lassen den Timer laufen. Ja. Und dann würde ich sagen, begebt euch auf eure Startposition oder was weiß ich. So. Ja, so alle. Genau. Und nur nicht schubsen, ne? Ja, schubst uns nicht. Gut, würde ich sagen, geht's los. Ja.
Du machst ja mit, ne? Ja, ich mach mit, natürlich. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ich hab das so lange nicht mehr gespielt, ne? Ich auch nicht. Urlaub? Ah, ne, oder? Das piept, meine ich. Ach so. Das ist es schon. Oh, Max, du warst zu langsam. Max war zu langsam. Ein Stuhl weg. Dafür kann ich jetzt den Kameramann spielen. Mhm. Ja, gut. Kannst du. Damit wäre ich dann schon mal raus. Habe ich zu lange nicht mehr gespielt. Mhm. Okay, jetzt sind Mama, Ash und Chrissy noch im Spiel. Genau. Und ich würde sagen, wollt ihr anfangen? Achso. Musik? Teuer, was? Drückst du gleich auf Stopp dann? Ich drücke selbst schon hier auf Stopp, okay. Ja. Wenn die Musik aufhört. Ja. Also wenn die aufhört, muss ich aufhören. Ja. Nicht, wenn kurz Aussetzer ist oder so. Nee, okay. Also, ich würde sagen, geht los. Ja. Der Ash beobachtet mich. Ash beobachtet mich mal. Lauf mal ein bisschen. Muss ich laufen? Hm? Ja. Ja. Es ist so lustig zu sehen. Man möchte gerne auf Stuhl stehen bleiben. Und? Laufen. Oh. So. Chrissy ist raus. Oh. Okay, Chrissy raus. Mama. Oh. Okay, jetzt okay, ein Stuhl. Weg. Ash vs. Mama. Mhm. Und ich gewinne. Genau. Chrissy, nein. Möchtest du die Zeit stoppen? Also Musik stoppen? Gut. So. So. Gut. Oh. Ich will nicht fest. Oh, halt mal, da müsst ihr das Ding nicht stoppen. Und? Andere Richtung gleich einschlagen. Oh! Okay. Okay, ich hab verloren. Mama, also, Ash, du hast gewonnen, hast du gut gemacht. Ja, super, danke. Glückwunsch. Hast die Reise nach Jerusalem gewonnen. Ja. Ja, cool. Super. So, noch eine Runde, oder? Nach der ganzen Aufregung? Ja, okay. Ich würde mal sagen, später haben wir das langsam. Es wird langsam Zeit, dass wir noch ein bisschen was essen. Und dann können wir schon mal bald unsere Betten aufbauen. Also ein bisschen hier aufräumen. Oh, aufräumen, das machen wir nicht jetzt. Das machen wir gleich. Nein, wir räumen doch jetzt nicht auf. Doch, wir räumen gleich ein bisschen auf. Ja, willst du nicht aufräumen? Schlafen? Ja, klar, einfach. Die Kissen rüber und fertig. Ach so, okay. Dann machen wir das so. Perfekt. Passt schon. Schön bunt. So, und jetzt gucken wir alles. Schön bunt, alles gut. Leider ohne Papa jetzt. So, wie machen wir das jetzt so? Muss ich so lächeln? Oder verrückt gucken? Genau. Wollen wir noch weiter nach vorne? Obwohl, die jetzt soll der Keller sein, ne? Ja, ja. Das so? Super, ja. Und jetzt wollen wir vielleicht noch auf die Couch vielleicht noch? Nee, es soll ja Keller sichtbar sein. Okay, dann lassen wir das jetzt. Das war's Thumbnail. Also jetzt haben wir hier nochmal einmal einen Luftballon in XXL. Aber der ist riesig und da sind so ganz Konfetti drin. Konfetti ist da drin? Ja. Dann puste auf, wenn du es nicht riechst. Was soll ich das machen? Was machen wir das? Der kann ja riesig werden, ne? Oh, kann ich meine Brücke viel Spaß. Ja klar, nimm ab. Oh, befreit. Befreit. Und jetzt nochmal ordentlich pusten. Ich mag das gar nicht in den Mund nehmen. Wollen wir noch zerplatzen? Ja. Zerplatzen? Ja. Ja, machen wir. Ja, weiter, komm. Guck mal, seht ihr das? Oh, den müssen wir jetzt zerplatzen. Oh, womit zerplatzen? Womit zerplatzen wir das? Der platzt hier, ist alles gut. Kannst du dir die Ohren weg... die Arme von den Ohren wegnehmen. Loch im Boden. Bodenloch. Und? Mama kommt schon mal voran, muss man sagen. Ja, lass mich schade, so. Dass ich keine Pumpe habe. Mir wird schon schwindelig. Oh. Ich glaube, kurz Zeitraffer machen wir das. Reicht das so? Ja, komm, es reicht. Aber der Schwamm. Möchte irgendjemand? Nein, aber die. Ihr möchtet zerplatzen. Ja, aber mach erst eine Nadel. Und ich muss meine Ohren zuhalten. Na. Ich habe eine kleine Schere, glaube ich. Hatten wir nicht von Gabeln?
Da. Ja. Oh Mann, kann einer. Ich muss meine Ohren zuhalten. Max! Ich nicht. Meine Ohren! Das war nicht laut. Oh, nee. Das war kein Stück laut. Ich hab nur lauter geschrien, was? Ja, du hast lauter geschrien, das stimmt. Guck mal, was hier ist. So, was kam jetzt überhaupt schon raus? Ja, alle! So! Oh mein Gott! Oh mein. Tada! Hey, Konfetti! Konfetti! Ja, wie cool! Okay. Das Geschrei von dir war lauter. Ich hab Angst, also wenn da sowas platzt, ist immer bei mir das so. Das war nicht laut. Oh ja, gut. Jetzt ist ja noch mehr Konfetti auf dem Boden. Ja, cool. Und meine Perücke. Meine schönen Haare. Wir haben doch schon gegessen, so kannst du ja sagen. Nein, wir essen noch. Aber wir essen noch, oder? Warte. Du musst mit Bett fertig machen? Wir bauen ein Bett und essen zwischendurch. Also jetzt müssen wir natürlich irgendwo schlafen hier. Deswegen haben wir natürlich. Hier sind zwei Teppiche. Nein, Teppiche nehmen wir nicht. Wir haben extra die Kissen runtergeschleppt, damit wir darauf schlafen können. Deswegen bauen wir jetzt mal alle das Bett. Wir haben doch mehr Platz, weil Papa nicht dabei ist. Oh, ja, okay, das stimmt, aber leider ist er nicht mit dabei. Ja. Jetzt haben wir hier 3, 6, 9, 12. Alle, das sind 20 Kissen. Damit werden wir jetzt hier mal Betten, beziehungsweise die Matratzen dann bauen. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nebenbei wird anscheinend noch gegessen hier unser Abendbrot. Ja. Schmeckt's? Ja. Gut. Ich meine, wir haben auch ein paar Chips hier, die man essen kann. Ja, guten Appetit. Guten Appetit. Danke. Und dann bauen wir jetzt mal das Bett auf. Ja. Warte. Jan läuft. So, Chris jetzt als Kamerafrau hier. Mal gucken, wie windig das jetzt hier wird und. Oh! Das wollte ich gemacht haben. Juhu! Jetzt reicht's aber! Ich hab's nicht mit der Lampe. Das ist nicht. Die Betten sind jetzt fertig. Oh, ich hätte mir das besser. Egal. Hast du gut gemacht. Wir sind hier im Mach Keller. Mach es doch besser. Nein, alles gut. Wir lassen die so. Und jetzt werden wir uns natürlich nochmal umziehen, weil wir müssen natürlich nicht in den Klamotten hier schlafen. Nee, Schlafis an. Genau, und deswegen. Kurze Schlafis. Gesicht waschen. Ja, das auch noch. Und dann. Kannst du langsam mal ins Bett gehen, aber wir haben noch coole Sachen zum Testen, nämlich Knicklichter. Aber wir machen uns jetzt einmal kurz fertig. Wo sind die? Am besten. Hast du? Max macht sich erstmal sauber. Genau, ich werde mich sauber machen. Mit Zelda und Zeba. Ja klar, haben wir noch alles hier, also. Super. Ich muss gar nicht mehr ab. Er ist doch schon ab, oder nicht? Nein, nicht ganz. Nee? Ich dreh mal. Ah! Oh. Die Kamera, die doch auf Spiegel. Mhm. Ach Gott, das geht wirklich nicht so leicht ab. Geh mal zum Spiegel. Hab keinen Spiegel. Ich hab einen kleinen. Wäre ja, egal, lass ich das einfach so, mach ich morgen nochmal ab. Okay. Wenn wir wieder hier raus können. Okay. Ja, passt. Also, wir sind jetzt alle fertig gemacht hier. Machen wir mal kurz das Licht da hier aus. Ich mache mal Licht aus. Ash liegt da unten am DS. Wir brauchen einen Kurzstopp. Ein Handylicht. Ein Handylicht brauchen wir gleich, so. Wenn das Licht ausgemacht wird. Taschenlampe? Taschenlampe. Ja. Machst du alles aus? Ja. Ja. Bist du auf dem Weg. Gut. Es sind 10.000 Lampen, die ausgeschaltet werden müssen. Und jetzt nur noch das Hauptlicht. Ach ja. Ach ja. Und dann werden wir die Knicklichter testen. Wir haben zum Glück, also was heißt zum Glück, wir haben 4 Stück. Papa ist nicht da. Irgendwie passt das. Oh Gott, weiß ich gar nichts mehr. Oh doch, hier ist jemand. Gut. Da haben wir jetzt die Knicklichter. Mach mal aus bitte jetzt. Soll ich nehmen? Mach denn das aus, bitte. Oh Gott. Also seid ihr bereit? Ja, Ash, komm. Ihr könnt die auspacken einmal. Ja. Ich bin Kameramann jetzt. Bin gespannt. Ich mache hinten das noch nicht. Ich nehme mal eins schon mal. Willst du keinen haben, Max? Doch, gleich. Natürlich möchte ich einen haben. Ich möchte mal gucken, wie das ist. Kann man die auch knicken so richtig? Oder wie ist das? Glaube ich. Knick das mal. Nee. Nee? Mhm. Ah. Doch. Doch. Also man kann die auf jeden Fall. Oh Gott. Wie cool sind die denn bitte? Ich mach mal kurz die Taschenlampe aus. Richtig cool, oder? Ash? Ich weiß, wie das geht. Ach doch. Achso, haben wir. Oh, dieser Vorhang. Nicht so doll, nicht so doll, nicht so doll. Nicht, dass du gleich was brichst und dann kommt die Flüssigkeit raus. Nee, das wäre nicht so praktisch. Ach, ja, dieser Vorhang. Achso, Max, das für dich sonst. Ja. Ja, wie cool. Also, komm, die sind ja mega hell, ne? Wow! Der Laserschwertkampf! Ich nehme auch mal einen dann. Nimm auch einen. Nimmst du kurz? Ja. Warte. So, Max hat jetzt auch einen. Warte, hier ist Licht an. Ja, im Flur ist noch Licht an. Die sind cool, oder? Sieht toll aus. Oh nein, es wird dunkel! Können wir uns trotzdem für die Nacht irgendwo Licht hier anlassen? Oh Gott!
Ich habe noch nie im Keller geschlafen. Ich krieg Angst. Ash? Man kann nur hoffen, dass diese Lichter vielleicht... Guck mal, das ist hell aber mit denen, ne? Das sind richtig hell, die Dinger. Dass man mit denen hier Licht ich kenne bisher nur die normalen. Ja, die kleinen, aber die sind richtig cool. Die haben wir ja auch von Pyroland, ne? Irgendwie cool. Die sind absolut lustig. Ja, finde ich auch. Gut, haben wir unsere Nachtlichter. Ja. Was fällt jetzt? Mach kurz aus. Jetzt... Oha! Alter, was ist das? Wo bist du? Ich bin wieder mal gekommen. Wieder, ne? So, warte mal. Also jetzt müssen wir natürlich noch Zähne putzen nach dem Essen. Zahnbürste. Zur Info ist es jetzt, wie spät ist es eigentlich, Mama? Oh, es ist schon langsam, glaube ich, nach 10, oder? Also ich bin müde, muss ich ehrlich gestehen. Oh Gott, ich glaube, wir können jetzt einfach alle schlafen gehen. Das ist deine. Oh Gott, ob das meine ist? Zahnbürste doch. Bestimmt. Doch, das ist meine. Das ist meine. Das ist meine. Taschenlampe brauchen. Ach ja, Taschenlampe haben wir auch noch. Wir brauchen nur noch Wasser. Ja, das ist meine. Das ist auch meine. So. Das ist deine. Deine hast du. So, wir brauchen Selta. Perfekt. Und gleich eine Welle reinspucken, ne? Ja. Habe ich auch gemacht. Pass mal auf, wie machen wir das denn? Erstmal pull. Oh Mann! Die Lampe, du hast aber Löcher im Kopf bei dir drauf. Ich hab bald schon. Ja. Wir müssen alle jetzt Zahnpasta nehmen. Pass mal auf, ich habe jetzt hier meinen Becher. Ja, ich nehme mal das als Lampe, ja. Wie wollt ihr denn putzen? Also, ich mache jetzt einmal so. Jit. Ja, genau. Oh, lecker. Oh Gott. So, Zahn. So, dann putzen wir jetzt alle erstmal Zähne. Ich auch Zähne putzen, bitte. Wir wollen langsam echt schlafen. Welche haben wir theoretisch genug, um da nachher reinzuspucken? Ja. Wir wollen schlafen. Ash will nicht schlafen. Doch, du schläfst auch. Ash, es ist spät. Also, jetzt werden Zähne geputzt. Mal gucken. Ja, danach gehen wir eigentlich... Ich hätte auch was mit dem... Zahnpasta mit dir rauf? Nehme ich jetzt. Auf jeden Fall können wir danach auch schon schlafen gehen. Oh Gott, mal gucken, wie wir schlafen werden. Auf jeden Fall werden jetzt Zähne geputzt, dann sehen wir uns gleich wieder. Jo. Jo. Also, wir liegen jetzt hier alle im Bett. Und sind total müde. Und das sieht hier voll den Schatten, egal. Auf jeden Fall geht's jetzt für uns alle schlafen. Genau. Und mal sehen, wann wir morgen aufstehen werden. Bin gespannt. Aber es ist gemütlich. Also um 9 ja. Uhr sind wir hier fertig. Morgens. Mhm. Wir schlafen einfach ganz lange. Na, ja, Ash, du auch. Und nicht früh wecken. Nee. Ja? Gut, wenn du wach bist, einfach wieder schlafen. Dann machst du alles richtig. Und dann würde ich sagen, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Genau. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist jetzt, weiß ich gar nicht, wie spät. Aber ich glaube, es ist jetzt morgens. Der Rest, wie man sehen kann. Nee, kann man nicht sehen. Ne? Ich nehme jetzt eine Lampe kurz. Könnt ihr das jetzt sehen? Schlafen noch. Ich habe total schlecht geschlafen. Die ganze Nacht sind diese bescheuerten Kissen, wie man hier sehen kann, auseinandergerutscht. Wir hatten dann doch irgendwelche Laken, aber ich habe die nun vergessen, die Laken zu nehmen. Und ich versuche jetzt mal irgendwie mal die wach zu kriegen, weil langsam kommen wir mal nach oben, glaube ich. Hoffe ich. Guck mal, wie spät es überhaupt ist. Oh Gott. Aufstehen. Schläft noch. Das war überhaupt nicht gemütlich. Die ganze Nacht war das schlimm. Guck mal kurz bei den anderen. Max. Benno. Guten Morgen. Magst du kurz irgendwie auf die Uhr gucken, wie spät es ist? Oder sollen wir hochgehen? Nee, wir dürfen ja nicht raus, ne? Ich würde gerne hochgehen gucken. Ausgeschlafen? Bist du schon wach? Ich kann hier, die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen hier. Oder fast kein Auge zugemacht. Die ganze Zeit rutschen diese bekloppten Kissen weg. Bei euch? Ja, bei dir ist da ja auch drauf. Was du? Ich weiß nicht, wo mein Handy ist. Okay, wir suchen jetzt das Handy mal. Handy suchen. Wo ist deins? Handy suchen. Meins ist irgendwo auch. Ich guck gleich. Wir suchen das Handy. Also, so. Ich habe mein Handy hier gefunden, Leute. Zur Info ist es 9.14 Uhr. Also, theoretisch können wir beide jetzt schon rausgehen. Okay, ich mach so. Vielleicht ist es nicht ganz so hell. Warte. Total hell. So. Also, wir beide können theoretisch schon rausgehen, aber wir wecken einfach mal. Komm, wir machen leuchte mal dahin. Ich zeig mal kurz mal, wie wir geschlafen haben. Guck dir das mal an. Warte. Guck dir mal das mal an. Dieses Schlaffeld hier. Dabei echt die Füße. Guck dir an. Ja, aber ich schlief auch mit einer Aschbacke auf dem Boden. Aber guck mal. Lass mal jetzt Licht, alles das große Licht auf einmal anmachen und dann schreien, okay? So aufstellen! Okay. Ja. Okay. Dann bist du gemein. Nein, das kann man machen. Nein. So, warte. 3, 2, 1. Aufstehen!
Oh, ist das gemein. Dass du, so will man doch nicht geweckt werden, Mann. Max, du bist gemein. Entschuldigung, kann weiter schlafen, wenn ihr müde seid. Das macht Schluss mit dir bald. Oh. Wenn du die so wächst. Seid ihr wach? Nicht so wirklich, ne? So, Ash, erstmal. So. Ja, Ash liegt hier. Was? Wie hast du denn hier geschlafen? Okay, ja, halt, ich nicht viel besser, aber. Nee, aber ich bin auch hier mit dem Arsch halt. Ja, guten Morgen. Auch morgen. Ach, Ash, komm aufstehen. Boah, das war laut eben. Wisst ihr, was ich das war Hunger. Für mich schon zu laut gerade. Ja, ich hab langsam Hunger. Ja. Aber ihr seid jetzt wach. Das war Max-Idee. Okay. Ja. Es ist zur Info schon nach 9. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. 24 Stunden bei uns im Oh. Bei uns im Keller zu sein. Ganze 24 Stunden hier und. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock hier aufzuräumen. Ja, aber ich möchte auch nicht nochmal das. Nicht nochmal, nee. Nein. Ich brauche ein Bett. Ja, nein, aber guckt euch das an, wie es hier aussieht. Das ist alles. Alles hinterher, dieses Aufräumen. Boah. Alles einfach. Oh Gott, das ist keine Ordnung hier. Nein. Papa ist natürlich immer noch oben, leider. Ja. Wir müssen jetzt mal nach ihm schauen. Ja. Ich würde sagen, das war's jetzt auch von uns hier und genau. Unserer 24-Stunden-Challenge mit Karnevalkostüm. Mit Karnevalkostüm. Genau, die Dinger leuchten immer noch. Die leuchten übrigens immer noch. Das ist cool, ich bin gespannt, wie lange die halten. Wirklich, wahrscheinlich halt die lange. Ganze Flüssigkeit drin haben, ne? Oh Gott, hier ist ja einiges drin. Das ist richtig. Das, das erste am Morgen. Das Frühstück von Frühstück. Ash. Okay, kann man mal machen. Das ist eine Ausnahme jetzt heute. Ich möchte gerne ein Brötchen. Ja, wir machen uns, glaube ich, gleich was Ordentliches zu frühstücken. Genau. Zum Frühstück, meine ich. Und dann können wir eigentlich auch hochgehen dann. Ja. Und dann war es jetzt hier von uns aufräumen. Machen wir irgendwann heute Nachmittag oder so. Nicht jetzt. Och Gott, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, muss ich sagen. Konfetti war nicht cool. Oh Gott, das Konfetti aufzuräumen wird dann mal ein Riesenspaß. Mhm. Auf jeden Fall würde ich sagen, was denn von uns? Schreibt gerne in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze fandet. So sieht es jetzt hier aus. Ist ganz lustig. Auf jeden Fall Daumen hoch nicht vergessen, abonnieren auch nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.